Ein guter Tag für McLaren am Freitag in Sao Paulo. Wir sprechen über das Sprint-Qualifying, generell über den Tag der Formel 1 mit unserem Formel 1-Experten Ralf Bach. Hi. Guten Abend. Ja, lasst gerne ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt. Kostet nichts auf YouTube und stellt immer noch gerne eure Fragen an Ralf in den Kommentaren. Das greifen wir dann nochmal in einem extra Video auf. Sammeln da weiter fleißig an. Nach dem Triple-Header haben wir dann noch die Zeit, das Ganze mal anzugehen. Also müssen nicht aktuelle Formel 1-Fragen sein, kann auch was Historisches oder Sonstiges sein, haut da gerne mal in die Tasten. Ja, Doppelpol für McLaren für den Sprint. Piastri vor Norris. Sah erst gar nicht so aus, aber dann hat Piastri eine gute Runde in SQ3 hingelegt. Verstappen nur auf der 4. Wie hast du den Sprint gesehen, das Sprint-Quali? McLaren ist in der eigenen Welt unglaublich dominant. Haben ja auch einen neuen Heckflügel, also nochmal aufgerüstet. Der funktioniert auch anscheinend. Ganz knapp ging es zwischen Piastri und Norris aus. In Q3 ist Norris zuerst mit den frischen Reifen raus, Piastri mit den gebrauchten und dann war es umgekehrt. Das war wohl ein bisschen besser für Piastri. Norris war grundsätzlich zufrieden und sagt, er hat so ein paar Fehler schon drin gehabt, aber es war halt total knapp. Aber er war schon ziemlich angenervt bei den Interviews, wenn die Fragen auf Verstappen kamen. Also ob das ihm wirklich egal ist, wo sein Konkurrent um den Titel steht, mag mal dahingestellt sein. Aber grundsätzlich ist jetzt McLaren da, wo Red Bull vorher war, absolut dominant in der eigenen Liga. Und wenn sich das nicht bis morgen ändert, wird das Rennen langweilig werden. Genau, es könnte langweilig werden. Gut, wir haben ja immer noch den Petrus da oben, der da vielleicht mitmischt, ein bisschen Regen. Vom Himmel kommen soll ja, die Prognosen sprechen auf jeden Fall für Regen morgen und vor allem am Sonntag soll einiges runterkommen. Da könnte natürlich nochmal ein bisschen was durcheinander gewürfelt werden. Und natürlich wird im Rennen dann eher wahrscheinlich mit dem Medium gefahren. Ne? Also McLaren sah ja vor allem auf dem Soft sehr gut aus. Das könnte natürlich dann sich auch nochmal ein bisschen neutralisieren, das Ganze, oder wie siehst du das? Die waren in Q2 mindestens genauso dominant, besonders Norris, also ich glaube, die Reifenmischungen sind egal. Die werden am Sonntag halt mit den harten Reifen auch fahren. Die hat noch gar keiner benutzt, um sie zu sparen. Also das ist noch so ein bisschen das Fragezeichen. Aber da gibt es ja genug Daten von letztem Jahr. Und ja, mal gucken, wie morgen das Sprint verläuft und das Qualifying. Für Verstappen geht es jetzt nur um eins, Schadensbegrenzung. So wenig wie Punkte wie möglich verlieren nach vorne. Aber er hat ja auch das Handicap beim Rennen nochmal, dass er 5 Startplätze verliert, weil er ja die neue Motoreinheit bekommt. Macht die Sache noch schwieriger. Er kann auf Regen hoffen, sonst wird's eng. Carlos Sainz musste dann auch erstmal noch hinter sich halten. Aber insgesamt von Ferrari warst du da ein bisschen enttäuscht, nach den doch zuletzt 2 starken Rennwochenenden in den USA und in Mexiko? Die Longruns, die man gesehen hat, die waren schon sehr gut heute, oder die Teil-Longruns, also das, was sie halt in der kurzen Zeit versucht haben hinzukriegen an, ich sag mal, Rennsimulationen. Aber Ferrari hat die Reifen halt nicht richtig auf Temperatur gebracht anscheinend, aber ist ja auch normal, dass sie im Qualifying oder üblich ein bisschen schwächer sind als im Rennen. Also die werden schon fürs Rennen da sein, besonders weil ich glaube, dass sie immer noch am besten mit den Reifen umgehen. Aber ich glaube, die fahren gegen Verstappen und vielleicht gegen Russell. McLaren ist im Moment für mich unerreichbar. Im Regen sieht es natürlich anders aus, aber ein Auto, das viel Abtritt hat und das hat der McLaren, ist natürlich auch im Regen gut. Du hast schon gesagt, so viel Teil-Longrun, die wir hatten, das erste Training, man hat ja nur dieses eine Training an diesem Sprintwochenende, ist natürlich da auch immer schwer, da ein bisschen durchzublicken. Apropos schwer, die Teams haben sich schwer getan auf der Strecke. Also sie wurde ja neu asphaltiert, ist aber trotzdem ziemlich wellig, da waren alle dann doch überrascht. Wie kann das sein, dass da, wenn da ein neues Asphaltband draufkommt, dass sie dann in so einem schlechten Zustand ist? Also da bleibe ich jetzt bei meinen Leisten. Ich bin kein Straßenbauer, aber sie haben die Strecke verschlechtert anscheinend. Da gab es Funksprüche im freien Training von dem lieben Lawson zum Beispiel, der kurz gesagt, er sieht nichts mehr, weil das Auto so gesprungen ist. Also
71 Runden am Sonntag, wenn es nicht regnet, auf dieser Hüpfpiste, sage ich mal. Das könnte helfen. Da wird es Kopfschmerzen geben bei dem einen oder anderen. Jim Lawson hast du gerade angesprochen, der hat heute im Racing Bull Sergio Perez geschlagen, also auch schon wie letzte Woche in Mexiko ist er vor ihm ins Ziel gekommen. Ja, Platz 8 war es am Ende, hat auch Yuki Tsunoda geschlagen, der ist schon in SQ1 raus gewesen. Wir bleiben mal wieder bei deiner Metapher mit dem gelben Trikot, ist er jetzt weiter entrissen? Ja, absolut. Horner wurde ja gefragt, was er bei Williams gemacht hat. Er erkundigt sich halt nach Colapinto, aber ich weiß gar nicht, warum Red Bull nach großen anderen Fahrern guckt. Sie haben da einen, der Aufgabe gewachsen ist, anscheinend Lawson. Also warum soll man dann in anderen Jagdgebieten wildern, wenn man doch die besten Tiere im eigenen Zoo hat? Ja, der wirkt auch in den Interviews sehr, sehr abgeklärt. Wie ist da so dein Eindruck? Weiß jetzt nicht, wie gut du ihn kennst. Wie schätzt du ihn ein? Also er wirkt auf jeden Fall sehr robust. Ich schätze, er ist genauso ein Typ wie Piastri, der genau weiß, was er will, der auch sich um nichts schert, wenn es darum geht, den nächsten Karriereschritt zu machen. Er hat ja in Mexiko dem Perez den Mittelfinger gezeigt, was jetzt frech war und nicht nötig, aber es zeigt ja, welche Mentalität er hat. Er legt sich mit dem Lokalmatadoren an. Und hat ihm dadurch ganz klar gezeigt, hier, ich bin jetzt der Neue, du bist Vergangenheit. So könnte man das interpretieren. Der tut da alles dafür. Und wenn man mal ehrlich ist, natürlich hat Red Bull ihn öffentlich kritisiert, sowas macht man nicht und überhaupt gegen Perez so hart zu fahren. Aber intern, wenn die Kameras aus sind, weiß ich zum Beispiel, dass ein Helmut Marko genau sowas gut findet. Jetzt nicht den Mittelfinger an sich, sondern die Art und Weise, aggressiv zu sein und sich dem Duell zu stellen und den Gegner schlagen zu wollen. Also das ist genau das, was ankommt. Auf jeden Fall auch ein großes Selbstbewusstsein. Das würde in einem Duell gegen einen Verstappen ja zum Beispiel dann auch schon mal nicht schaden. Sergio Perez, wie gesagt, in SQ2 ausgeschieden. Ich würde es eigentlich gar nicht mal so die große Überraschung bezeichnen mittlerweile aufgrund der fatalen Saison des Mexikaners. Da gibt es da jetzt auch unterschiedliche Kommentare zur Zukunft. Er selbst sagt, er fährt nächstes Jahr und Marco sagt, wir sind in einer Leistungsgesellschaft und die Zukunft bleibt weiter offen beim, ja. Sergio Perez, wie ist da dein Kenntnisstand im Red Bull Haus? Also meine Erfahrung sagt mir, wenn die Fahrer so selbstbewusst reden und praktisch ohne es zu nennen auf ihren Vertrag hinweisen, dann sind die Anwälte schon zugange, um zu prüfen, wie kann man den Vertrag auflösen. Also ich glaube, da geht es wirklich zur Sache gerade. Er hat einen Vertrag, ja, aber Marco hat es ja gesagt, den hat auch Ricciardo als Beispiel genannt. Der hat auch nicht so performt, wie man es erwartet hat, und dann war er draußen. Der hat auch einen Vertrag. Also mit Abfindungen und Gesprächen geht da alles. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Perez nächstes Jahr nicht mehr fahren wird. Vielleicht wird er auch schon in Las Vegas ersetzt werden von Lawson. Und der Hatcher, der Junior, wird dann in den Racing Bull befördert. Das ist zumindest der Plan hinter den Kulissen. Wenn Perez nicht doch aus irgendwelchen Gründen morgen und am Sonntag super performt. Aber ich sehe im Moment nicht, wie er das hinkriegen soll. Ja, Las Vegas hast du auch schon angesprochen, wäre da ein Tausch. Es würde ja Sinn ergeben, oder? Also Red Bull, also da geht es ja auch um einige Millionen hinsichtlich der Konstrukteurs-WM. Mit Lawson hätte man da vielleicht bessere Karten, das noch rumzureißen mit Ferrari, die ja jetzt auch nicht deutlich vorbeigezogen sind. Ja, ich glaube, die Konstrukteurs-WM haben sie schon abgeschrieben. Es geht jetzt nur noch darum, Verstappen irgendwie den WM-Titel zu sichern. Und ich meine, gucken wir es morgen an. Alles andere, als dass Piastri nicht Norris gewinnen lässt, wäre ja totaler Schwachsinn von McLaren. Da geht es um jeden Punkt. Der steht vorne, Norris daneben, die können spielen. Die können fürs Team fahren, die können vor allen Dingen für Norris fahren, das werden sie auch tun. Verstappen ist allein. Er ist Vierter, der andere ist wieder in Q2 rausgeflogen. Er
Er muss gegen zwei McLaren fahren. Wenn Lawson das fortsetzt, was er jetzt verspricht, wäre er natürlich viel eher geeignet, in dem Red Bull nach vorne reinzufahren und auch ein bisschen Verstappen in der Strategie und so zu helfen, wenn er näher dran ist und ein bisschen McLaren zu kontern. Darum geht's. Aber McLaren, genau, hat es gesagt, Piastri, Norris, die können spielen. Dass er jetzt ein Piastri immer wieder weiter vorne startet, spielt der McLaren auch in die Karten. Vor allem, wenn das im Hauptrennen passiert und die einen Doppelsieg eintüten, das sind dann schon mal sichere 10 Punkte, die man auf dem Verstappen locker gut machen könnte. Also, ja, das ist auch eine wichtige Position da, was der Australier fabriziert. Und wir bleiben natürlich auch weiter gespannt, was im Red Bull Haus abgeht zwischen Perez Lawson, ob es da vielleicht den Las Vegas-Tausch dann schon geben wird. Ja, mächtig Druck von einem jungen Piloten bekommt auch Nico Hülkenberg. Oliver Baumann ist ja spontan eingesprochen aufgrund von Magenproblemen bei Kevin Magnussen. Habe ich mich auch gefragt, ob er sich vielleicht beim Alonso angesteckt hat. Auf jeden Fall der nicht im Einsatz. Sprint-Qualifying hat Baumann Hülkenberg geschlagen und das ist ja dann auch schon das 0 zu 2. Denn in Baku hat ja Baumann auch schon den Magnussen ersetzt, der da gesperrt war und hatte ihn auch besiegt. Ja, hat dich das überrascht, der Auftritt von Behrmann? Nee, der von Hülkenberg hat mich überrascht. Ich dachte, Baku wäre eine Ausnahme, aber dass er jetzt schon wieder die Packung, oder Packung nicht, aber dass Behrmann jetzt praktisch aus dem Nichts in das Auto springt und dann schneller ist, obwohl er noch nie Brasilien auf der Strecke gefahren ist, das ist schon eine harte Nuss für Hülkenberg, die zu knacken. Also er tut so cool, aber ich glaube nicht, dass ihm das gefällt. Also man wird ja immer an einem Teamkollegen gemessen und heute war Behrmann schon wieder schneller wie in Baku und mal schauen, wie es morgen aussieht. Im Rennen ist das nochmal anders, auch im Sprintrennen. Da geht es darum, wie lange halt die Reifen, hält man die am Leben, wie positioniert man sich im Rennen, wie funktioniert der Start. Aber grundsätzlich war schon wieder eine Duftmarke und die Behrmann gesetzt hat und die Duftmarke, die stinkt Hülkenberg ganz sicher. Ja, und du hast gesagt, Packung hast du es ein bisschen revidiert, aber es waren 3,5 Zehntel. Das auf einer kurzen Strecke wie Sao Paulo, ich finde, da kann man das Wort Packung auch ruhig mal stehen lassen. Ja, aber gut, schauen wir mal. Das wäre auch Rennwochenende ist noch lang, da kann Hülkenberg noch sehr viel korrigieren auf einer Strecke, die ihm ja, wie wir gestern ja schon besprochen haben, eigentlich liegt. Gut, fühlt sich derzeit nicht so richtig wohl in dem Haas. Kommen wir nochmal kurz zu Red Bull. An diesem Wochenende ist ja auch wieder Jos Verstappen im Fahrerlager unterwegs. Hatten wir jetzt auch länger nicht dabei. Hat das irgendeinen gewissen Hintergrund? Ja, erstens, er will seinem Sohn irgendwie moralische Unterstützung geben. Da geht es jetzt um alles und ich glaube, da kann er schon wertvolle ja, Tipps beim Fahren jetzt nicht geben, aber ihm zeigen, hier, ich bin da, wir machen das schon. Und außerdem will er natürlich auch Christian Horner zeigen, dass die Gerüchte, die er hat streuen lassen, dass es irgendeinen Zwist gibt zwischen den Verstappens und ihrem Manager Raymond, dass die nicht stimmen. Ich habe nochmal mit Jos heute kurz geredet, habe ihn gefragt, weil auch die Bild hat eine Geschichte gemacht, dass es da Zwist gibt. Und er sagt, das ist alles völliger Blödsinn. Raymond Vermeulen ist so lange da Manager, er hat auch schon mit Jos gearbeitet und er gehört praktisch mit zur Familie. Also das ist totaler Nonsens. Und es ist aber kein Geheimnis oder es wurde lanciert oder ich habe rausgekriegt, dass Horner halt gezielt seinen Pressesprecher Paul Smith zu gewissen Medien geschickt hat, um genau diese Gerüchte zu streuen, um da Unruhe zu stiften im Verstappenlager. Ist natürlich, dient nicht, ich sag mal, der Stimmung im Red Bull Team, aber das ist auch ein Grund, warum Verstappen hingefahren ist, also Verstappen Senior, um sich Horner nochmal in die Brust zu nehmen, zu sagen, was das hier alles soll. Weil am Ende geht es jetzt um die WM seines Sohnes und alles Störfeuer will er von vornherein dann löschen. Und Horner ist halt jemand, der immer Trouble macht im Moment, der hauptsächlich an sich denkt. Immer wenn es negative Schlagzeilen gibt, ist er ganz vorne. Das fing mit dem sogenannten Sexskandal an, den er jetzt überstanden hat wohl. Aber jetzt gibt es auch die Liberty-Untersuchung vom Justizministerium, das vom amerikanischen wegen Kartellabsprachen
Absprachen, die nicht erlaubt sind, um Andretti, das amerikanische Team, fernzuhalten. Und da ist er halt auch einer der vier, die einer WhatsApp-Gruppe angehört haben, die genau das illegal gemacht haben. Also da ist er auch schon wieder mit dabei. Ich weiß nicht, wie lange sich die Red Bull-Urban das noch angucken. Ist nicht mein Problem, aber förderlich ist es ganz sicher nicht. Auch die Abgänge von unter anderem ja Adrian Newey und Jonathan Readley, da wird ja auch mal wieder Name Horner genannt, als Grund jetzt nicht bei den Personen selbst, aber nebenbei, dass das auf jeden Fall Ja, der ich Hintergrund sein denke, er ist sollte. der Hauptgrund. Ja, Ja. genau, das kann man auf jeden Fall schon so sagen. Du hast genau das nochmal diese Situation mit Liberty Media angesprochen und den involvierten Teamchefs auch von der WhatsApp-Gruppe. Toto Wolff ist an diesem Wochenende ja nicht in Brasilien. Hat das einen Zusammenhang? Glaube ich nicht, weil wenn er verhaftet wird, dann in Las Vegas eher. Aber Brasilien ist nicht dafür bekannt, dass sie irgendwie sich einmischen, wenn es um US-amerikanische Dinge geht. Nee. Ich glaube, Brasilien ist ein Land, das ihm einfach nicht so taugt und gefällt, ist ihm vielleicht zu gefährlich, ich weiß es nicht. Er ist halt nicht da, aber das steht ihm auch zu, dass er mal nicht da ist. Er hat gute Vertreter im Team und da finde ich jetzt nichts Schlimmes dabei. Kommen wir von einem großen Konzern in der Autowelt zum nächsten, nämlich zum Volkswagen. Und da sprechen wir jetzt direkt mal über Audi. Ja, die VW-Krise betrifft natürlich auch Audi, ist ja logisch. Es soll auch Stellenabbau betrieben werden. Dann in Brüssel ist das Werk ja dann auch demnächst geschlossen, wenn das eine Modell dort nicht mehr produziert wird. Hat dieses ganze Thema auch jetzt Auswirkungen auf die Formel 1? Da bin ich mir ganz sicher. Das ist die größte VW-Krise, die sie je hatten. Also der Dieselskandal war ja auch schon groß, aber das war ja eher ein Image-Skandal und wo sie Strafen zahlen mussten. Aber jetzt brechen die Verkäufer ein, besonders in China. Da haben sie sich verdattelt. Die Chinesen kaufen lieber ihre eigenen E-Autos und VW, die mit einmal Marktführer waren, kommen einfach nicht weiter und haben riesige Einbrüche. Und jetzt wird natürlich überlegt, wie kann man das einfangen, wie können wir es für die Zukunft besser aufstellen. Und da gibt es natürlich Leute, die Gewerkschaft ist sehr stark in Wolfsburg, da gibt es Leute, die um ihren Job fürchten. Ich meine, wie soll man Familienvater, der schon 25 Jahre bei VW ist und trotzdem noch sein Haus abbezahlen muss, erklären, dass er vielleicht seinen Job verliert und gleichzeitig der Konzern für, ich sag mal, für eine Riesensumme Geld ein Formel-1-Projekt anfängt. Also ich denke, auch das Land Niedersachsen hat ja ein Gewicht bei VW, dass da die Gefahr besteht, dass wenn Investoren kommen, Audi doch noch den Stecker ziehen könnte. Ich hoffe nicht, aber die Gefahr ist da. Ein Beispiel, da sitzt die Fabrik in Zwickau, haben sie vor 2 oder 3 Jahren total auf Batterie und Elektroautos umgerüstet. Das funktioniert jetzt nicht. Und sie können es einfach nicht zurückrüsten, dass sie jetzt Diesel- oder Verbrennungsmotoren da bauen. Aus irgendwelchen Gründen geht das nicht. Vielleicht kann man das sogar nutzen, dass man irgendwann sagt, okay, Zwickau sowieso Auto-Union-Tradition, dass man die Batterien zumindest für das Formel-1-Auto dann doch da herstellen kann und die Motoren einbauen. Da ist es so ein bisschen die Hoffnung und die Gedanken, die man da pflegt. Im Moment ist die Formel 1 kein Thema. Man will gar nicht darüber reden, weil die Krise ist zu groß, um das Thema überhaupt in den Mund zu nehmen. Auch so mehrere Werke geschlossen werden und auch die Politik macht da ja Druck. Der Ministerpräsident Niedersachsens hat auch gesagt, es sollen auf jeden Fall Alternativen noch gesucht werden zur Werksschließung und da könnte ja auch einer davon sein, das Millionenprojekt Formel 1 einzustampfen. Deswegen gutes. Absolut. Ja, Nico Hülkenberg wird ja für Audi dann nächstes Jahr fahren, wenn sie denn dann am Start stehen. Das ist noch das Sauberteam, aber es ist ja das Übergangsjahr dann zum Einstieg. Und er könnte sich auch vorstellen, dass er am Kevin Magnussen fahren würde. Also den hat er auf jeden Fall mal empfohlen, dass das ein guter Teamkollege dort wäre. Was hat das für einen Hintergrund, dass er ihn so stark redet? Er ist ein Schlawiner, er weiß genau, wenn ein Junge kommt wie Bortoletto oder Mick Schumacher, der ja immer noch mit oben auf der Liste steht,
da kann er ja nur verlieren. Besonders bei Schumacher kann er nur verlieren. Denn jeder denkt ja, Hülkenberg wird ihn zum Frühstück verspeisen, rein sportlich. Wenn das nicht passiert, hat er ein Problem. Und das kann passieren. Und was die mediale Aufmerksamkeit betrifft, das weiß er auch. Da kann er gegen Namen Schumacher nicht anstinken, das ist eben so. In Deutschland sowieso nicht, aber auch international nicht. Da wird der Fokus dann auf den Sohn des Rekordweltmeisters gelegt und er ist dann außen vor. Also muss er ja alles tun, dass der nicht kommt. Und was ist am einfachsten? Den Teamkollegen, den er eigentlich im Griff hat, den er kennt, vor dem er keine Angst haben muss, zu empfehlen. Also die Aktion ist schon sehr durchschaubar, muss ich sagen. Okay, ja, habe ich mir schon gedacht, dass du genau das jetzt antworten wirst, den er im Griff hat. Als Teamkollegen zu haben, das wäre ja schon mal dann auch nicht schlecht. Ja, weil es logisch ist, warum soll er sonst machen? Ja, damit rettet er. Aber die Audi-Philosophie, falls sie denn kommen, trotz der Krise bei VW, ist ja ganz klar gesagt worden, sie haben einen Erfahrenen und dann wollen sie lieber einen Jungen daneben setzen, den man weiterentwickeln kann. Das kann ein Mick Schumacher sein, das kann ein Bortoletto sein, falls er freigegeben wird und. Also da macht auch von der Ausrichtung her, was Audi will, Magnussen keinen Sinn, so gut er auch ist. Inwieweit hat der Hülkenberg als schon gesetzter Fahrer Mitspracherecht? Gar keins? Ja, ich hoffe nicht. Aber man kann ja mal den plumpen Versuch über die Medien starten, in der Hoffnung, dass Audi das Interview liest und genau zuhört. Aber wie gesagt, das ist denen völlig egal, was Hülkenberg im Moment sagt, wer an seiner Seite fahren sollte. Also das ist denen sowas von egal. Die wissen ja auch, wenn die nicht ganz blöd sind, was er damit, warum er ihn denn als Teamkollegen haben will. Ja. Schätze ich mal, wenn sie überhaupt Formel-1-Meldungen im Moment lesen, glaube ich eher nicht. Das stimmt auch wieder. Aber solange du den Teamkollegen eigentlich im Griff hast in der Formel 1, ist deine Aktie zumindest nicht ganz am Boden, ne? Im Gegensatz zu der von VW. Könnte man so sagen. Machen wir mal einen Top-3-Tipp fürs Sprintrennen und dann noch einen Pole-Tipp hinten drauf fürs Qualifying. Norris, Piastri, Leclerc. Okay, also genau die Reihenfolge, beziehungsweise die McLaren haben wir getauscht, die Teamorder. Ja gut, die wird es geben, oder, im Sprint? Das habe ich noch gar nicht gefragt. Wenn nicht, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Ja, das ist eine eh schon gute Pute. Obwohl andererseits hat der Norris gesagt, er will fair Weltmeister werden und wenn Piastri schneller ist, dürfte er eigentlich nicht gewinnen. Aber das ist natürlich Humbug. Die haben Piastri schon gesagt, er muss jetzt für Piastri für Norris fahren, er wird es tun, ihm bleibt gar nichts anderes übrig. Und ehrlich gesagt ist ja Norris auf Augenhöhe mit ihm und im Rennen sowieso stärker. Es geht nur darum, dass sie beim Start sich nicht im Weg stehen und irgendwann wird Norris nach vorne fahren, das ist völlig klar. Schauen wir mal, wie es wird. Hattest du einen Pole-Tipp schon gesagt? Nee, Pono nicht, da bin ich noch nicht sicher. Da muss ich erstmal das Wetter abwarten. Das kann man noch nicht voraussagen. Aber wie gesagt, McLaren war so überlegen, dass unter normalen Umständen die wieder beide vorne sein werden. Und dann muss man gucken, ob Verstappen den Leclerc noch biegen kann. Und ob der Sainz immer noch so ein bisschen hadert mit der Strecke. Dann könnte Verstappen auf Platz 3 fahren, aber wäre ja in der Startaufstellung trotzdem Platz 8. Also, Brasilien ist absolut Schadensbegrenzung. Okay. Aus Red Bull. Gucken wir mal, was in den nächsten Tagen passiert. Und ja, schreibt gerne eure Meinung zu den Themen in die Kommentare. Und dann sehen wir uns morgen nach dem Sprint, nee, nach dem Hauptqualifying wieder. Hauptrennqualifying. Bis dahin. Ciao. Alles klar. Tschüss.